Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa. Wie komme ich denn da jetzt hin? Sieht schon ganz cool aus. Aufstieg zur Insel. Ach, da hinten. Ja, ich sehe es. Laufen wir doch mal dahin. Das hört sich ja gerade ein bisschen komisch an, aber ich glaube, das ist nicht davon, oder? Ne, ich höre. Oh, hallo! Hier musste ich aber hin, oder? Hallo! Geh doch einfach runter! Ja, ist gut. Alter, ich komme nicht mehr runter. Oder muss ich dahin? Weil ich wollte hier unten gerade gucken. Das sieht so aus, als ob ich da. Ah, nee. Nee, ich kann aber nicht runter. Och, komm. Ich wollte da unten gucken, ob da noch was ist. Jetzt kann ich da nicht rein oder was? Das ist ja blöd gemacht. Was ist hier? Ja, ich sehe nichts. Schön. Stehen bleiben zum Lesen. Ja, geil. Ist das jetzt euer Ernst? Ich komme da unten nicht hin, oder was? Ah, nee. Ah. Okay, Moment. Kann ich das dann auch hier anwenden? Wo war das hier? So. Und dann. Ja. Okay. Also mit X, keine Ahnung warum. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Oh, und ich mache mir hier voll den. Ja, gut. Mit X ging's. Jetzt komme ich hier nicht mehr hin. Hä? Hä? Jetzt ist das Ding weg. Ach, nee. Ich sehe hier nichts mit dieser Kameraperspektive. Es ist da oben. Das heißt, ich muss quasi wieder runter. Um da hinzukommen. Okay. So, jetzt aber. Damit können wir fliegen. Der geht hin und her. Ich will jetzt hier nichts Übereiltes machen. Die gehen auch nicht weg, wenn ich hier irgendwie springe oder so. Nee. Okay. Muss ich die aktivieren? Nee, einfach nur springen. Gut. Oh. So, dann muss ich hier hoch. Diese Kameraperspektive, ne? So, der geht wahrscheinlich noch da. Das ist blöd, ich sehe über mir nichts. Ich weiß nicht, wann ich da, aber ich denke mal, ich bin jetzt gleich da. Okay. Oh mein Gott. Der kommt jetzt runter. Nee, der kommt nicht ganz runter. Leute, das sieht so verwirrend aus. Sind die alle ineinander? Ich muss aber nach oben, ne? Okay, der geht nicht. Oh mein Gott. Wo muss ich denn hin? Ich sehe ja nichts. Also da muss ich, glaube ich, nicht hin. Oh. So, Moment.
Es wäre ganz gut, wenn du jetzt nicht von mir abhauen würdest. Hä? Ach, da in die Mitte muss ich. Ja, toll. Hätte ich jetzt eigentlich bei dem anderen hingemusst, oder wie? Och, Leute. Da komme ich doch niemals hoch. Ach so, ich kann... Sag mir das doch einer, dass ich nur fliegen kann. Ach. Da kann man nichts machen, okay. Aber wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was ist denn jetzt mein Ziel? Das sehe ich hier nicht so richtig. Da oben habe ich noch was. Ich muss aufsteigen, das ist mir schon klar, aber... Hier sind viel zu nah, viel zu hoch. So. Da werde ich aber nicht höher kommen. So wie das hier gerade ist. Muss ich da hinten vielleicht hin? Aber da ist ja nichts mehr. Wobei, da könnte ich fliegen. Ist die Frage, bringt mir das was? Da könnte ich noch hoch, aber das ist halt alles, ja, dann kann ich fliegen. Das ist toll, aber es bringt mir ja im Endeffekt nichts. Oder muss ich hier so von Ding zu Ding fliegen? Das kann natürlich auch sein. Oh, hört sich das gerade komisch an. Ich gehe mal hier rüber. Keine Ahnung. Also ich sehe hier nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Ich denke mal, ich soll hier oben rum. Und dann hier so wirklich von dem Ding zu Ding rüber. Damit ich da genug Power habe. So. Aber komme ich damit überhaupt höher? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, doch ein bisschen, glaube ich, bin ich höher. Kannst du dich mal bewegen, Junge? So, von hier aus muss ich dahin. Okay, und dann dahin. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Das ist jetzt die gute Frage. Weil hier komme ich ja nicht raus, ne? Muss ich jetzt... Doch, in der Mitte leuchtet was, aber muss ich da hin? Das ist die große Frage. Tja. Da leuchtet was, okay. Ah. Aber er möchte mir nichts vorlesen. Wir haben die Insel zu spät erreicht. Zu spät. Es war. Okay. Schrecklich. Gepanzerte Wächter waren dort eingetroffen. Sie waren im Kampfmodus mit blinkenden Waffen. Du bist zur Mitte hingerannt. Du musst gedacht haben. Dass du sie aufhalten kannst, oder was? Och nee. Ah.
Na super. Da haben wir jetzt schon wieder diese Mistviecher hier. Damit meine ich jetzt nicht diese blöde Fliege, die hier gerade um meinen Kaffee rumschwirrt. Muss ich jetzt da hoch oder muss ich jetzt... Du musst gedacht haben, du könntest sie aufhalten, dass sie deine Freunde wären. Du warst zu schnell. Ich konnte dich nicht stoppen. Ja, und deswegen muss ich jetzt immer wieder zum Leben erweckt werden, oder wie? Von 40. Ja, ich bin ganz ehrlich, die 100%. Also in jedem anderen Spiel hätte ich jetzt die 100% versucht, aber da diese Bomben und der ganze Kram mir so auf den Sack gehen und diese schießenden Viecher, weil ich halt irgendwie so drauf eingestellt war, dass es ein Cozy-Game ist und kein Jump'n'Run. Ja, deswegen habe ich jetzt nicht so die Ambition, hier die 100% zu machen. Ich weiß nicht einmal, wer es war. Unsere Seite oder die ihre. Du wurdest von etwas getroffen. Ich rannte auf das Schlachtfeld, aber es war zu spät. Hallo, ich habe Y gedrückt. Wie oft denn noch? Benutze L, um umzublättern. Ja, das ist ja toll. Aber anzeigen tut er mir nichts, oder wie? Das ist ja super. We arrived at the island too late. Too late. It was hell. Armored guardians had arrived. They were locked in battle. Weapons flashing. You ran out into the center. You must have thought you could stop them, that they were your friends. You went too fast. I couldn't stop you. I don't even know who it was. Outside or there's something hit you. I ran into the fray, but it was already too late. You can't be gone. I can't accept it. I won't. Und dann hat er mich Pinocchio-artig wieder gebaut, oder wie verstehe ich das? Nein. Nein. Hä, wieso kann ich jetzt nicht mehr? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, der muss doch eigentlich das Ding wieder aufladen hier. Oh, ich sehe wieder nichts wegen der Kamera. Nein! Och, komm. Ich wusste es. Ist aber auch eine blöde Kameraperspektive. Also, das Spiel ist niedlich gemacht, aber die Kameraperspektive, die verhindert manchmal, dass ich irgendwo hinkomme. Weil ich halt nicht sehen kann, wo ich hinkomme. Beziehungsweise, wo ich gerade bin. Okay, weiter geht's. Ah, weiter geht's zu diesen ekligen Dingen. Okay. Goldene Ebene. Sieht mir aber sehr danach aus, als ob die mich angreifen sollten. Was haben wir denn hier alles? Wo kann ich denn hin? Da ist was zum Hoch. Achso, da oben müssen wir hin. Okay. Und das sind die, die mich anschießen, oder? Ne, da hinten ist auf jeden Fall so ein Gärtnerding hier. What have I been doing all this time? This wouldn't have happened if I'd acted sooner. It's my fault he's dead. I killed my son! No, no, useless. Self-pity won't help me now. All these years of study, it can't be just for nothing. I'm not so powerless, am I? The battle has ended for now. But the island is
Littered with gardener remains. There are scraps here. Materials. It's not too late. I'll fix this no matter what it takes. I'll save you, Z. Ja, das sieht mir sehr nach einem kleinen Pinocchio-Verschnitt aus. Nicht schön, nicht gut. Kann ich den irgendwie ausschalten? Hier war es gerade blau. Also denke ich mal, ich muss irgendwo hier hin. X zum Interagieren. Ach so. Ach, das waren die Würfel. Ja, ja. Ich war gerade noch im Überlegen, was das für Würfel sind. Ich muss einmal... Nee. Ach doch, ich muss die drei Dinger holen. Das heißt... das ist schlecht. Erstmal hier hin. Wenn ich jetzt aber den nehme, will der nach rechts und dann gehen die beide kaputt. Wenn ich den nehme, will der nach oben und dann gehen die beide kaputt. Das heißt, ich muss so oder so wieder von vorne anfangen, ne? Da machen sie halt immer das Gleiche, ne? Obwohl. Wenn ich den... Na, dann geht das aber nicht nach oben. Moment. Aber das klappt nicht. Dann wird das nach unten gehen, das ist klar. Aber danach wird es dann kaputt gehen. Wenn ich das mache, dann bin ich wieder am Ausgangspunkt. Die Frage ist... Ist das blöd? Wie habe ich das denn beim letzten Mal gemacht? So, ne? Ja, 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 man musste ja nicht... Genau, das war's. Ha! Die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass man das gerade da reinkriegen muss, aber muss man ja gar nicht. Oh mein Gott, ganz viele von diesen Bombenlegern. Einer, der auf mich schießt, den ich aber nicht ausschalten kann, so wie es aussieht. Und ich muss hinter dem oben drauf. Oh Gott. Oh. Oh, ich kann gar nicht. Ich dachte, ich könnte fliegen. Kann ich aber nicht. Ja, mach bloß nicht das Ding. Alter. Ja, natürlich funktioniert das nicht. Was hätte ich auch anderes erwartet? Lauf, komm, bitte. So.
Alles andere ist mir jetzt ehrlich gesagt total egal. They are telling me I have to leave the island. Good. To hell with these people. They'll be dead soon enough. They refuse to stop fighting, to stop the sickness. Once the gardeners wipe them out, there'll be nobody left except me. Me and my creation. He does as he is told. Or maybe I should say you. Is that you in there, Z? Are you really my little boy? You're breathing and listening and moving around, but you don't ask questions anymore. I don't know if you can even speak. Tja. Moment, dann haben wir... Oh, diese Kameraperspektive. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ich darf nicht gucken. Doch drei brauchen wir. Aber achso, das dritte ist hier in der Mitte. Okay. Hallo? Komm schon. Dauert alles so lange. Ja, lass mich bloß nicht gleiten. Kein Thema. Och, Leute. Ich dachte, das ist deaktiviert, wenn man die Dinger hat, aber anscheinend nicht. Machen wir die jetzt halt direkt davor. Aber letztes Mal habe ich doch auch geglitten, verstehe ich nicht. Ich habe das so aufgefüllt. Da bin ich darüber gesprungen. Oh oh. Sieht nicht sehr einladend aus hier. Ja. Wer schießt hier auf mich und von wo? Die Viecher sind wieder da und in der Mitte ist was zum Fliegen. So. Hoffen wir mal, dass ich hier so weit wie möglich rüberkomme. Die schießen, glaube ich, nicht, oder? Aber wahrscheinlich jetzt irgendwas hier drin. Bei meinem Glück. So. Steht da einer? Nee, das war eine Pflanze. Achso, ich dachte gerade schon. Okay, da haben wir jetzt wieder so ein Rätsel. Aber lieber solche Rätsel, als dass da immer irgendwas auf mich schießt, weil das ist echt ätzend. So. Nehmen wir den erstmal. Rechts kann ich nicht sehen, leider. Ach, die sind beide blockiert. Gucken, ob das jetzt reicht. Boah. Alter. Wie viel denn noch? Jedes Mal tun die so, als ob wir jetzt gleich oben sind. Oh Leute, ernsthaft. Ach, da müssen wir wieder was aktivieren. Oh nee. Und das mittendrin in diesen Dingern hier. Doch, hier hinten sind auch welche. Ich hätte nicht drüber nachdenken sollen. Also das eine ist aktiviert. Die Frage ist nur, erstens, wie viele brauchen wir? Wahrscheinlich drei. Und zweitens, wo ist das nächste? Ne, zwei brauchen wir, oder? Vier! Ach du Scheiße.
Nicht euer Ernst, wo soll denn das sein? I kept you alive, but so much has been lost in the transition. Was it too much? Maybe the others are right. Maybe I have done something terrible. Maybe you are nothing more than a mechanized corpse and I am just a foolish old engineer. Driven crazy by grief. Ja, ey, bescheuerter ging's jetzt nicht, oder? Wenn man was am Lesen ist, dass man da die ganze Zeit weggebombt wird. Was soll das? Das ist jetzt wirklich... Da ist noch einer. Ich meine, wie gesagt, ich finde das Spiel total süß gemacht und so, aber so ein paar Kleinigkeiten, sage ich mal, die sind echt nervig. Muss man hier noch hoch? Wie jetzt zum Beispiel, dass man weggebombt wird, wenn man gerade am Lesen ist. Ich meine, was soll man da machen? Ich kann mich ja nicht woanders... Ja gut, ich kann mich schon woanders hinstellen zum Lesen, aber... Was ist hier mit diesem dämlichen Nebel? Muss ich da durch? Verzieht er sich, wenn ich hingehe? Ja. Aber ich muss hier nicht rum, okay. Ist die Frage, wo sind die anderen Dinger? Ja, und dieses permanente weggebombt werden. Also das geht mir auch ehrlich gesagt ganz schön auf die Nerven. Wenn man dann irgendwo steht und noch nicht mal aufstehen kann in der Zeit und dann kommt schon direkt die nächste Bombe. Und sorgt dafür, dass man wieder weggebombt wird. Also wieder paralysiert wird, dass man sich nicht bewegen kann. Das ist schon heftigst nervig teilweise. So. Weiter geht's erstmal. Also, das sieht so aus, als ob wir hier hoch müssen. Noch ein so ein Ding zu aktivieren. Sehr schön. Große Frage ist jetzt nur, wo ist das vierte? Ah, ich sehe schon, das ist da hinten. Aber wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die andere Frage. Ich kann von da aus nicht wirklich fliegen, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt noch genügend Aufladung, dass ich da noch rumfliegen kann. Oh ja, okay. Puh. So, nachdem wir das Geheimnis aber quasi gelüftet haben, bin ich dafür, dass wir auch mal so langsam aber sicher zum Ende kommen dürfen. Frage an die Entwickler, darf ich endlich Schluss machen? Weil es ist ja, ja, ich weiß nicht, ob jetzt noch der große Knall kommt, aber eigentlich haben wir jetzt schon alles verstanden von der Story, ne? Wo muss ich denn hin? Muss ich hier irgendwas machen? Ich höre Kinder. Oh, ich sehe die Viecher. Was ist denn hier der Ausgang? Ist das hier vorne? Ah, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, genau musst du jetzt in diesem Moment... Ey, die ganze Zeit sind die blauen Steine doch die gewesen, die nicht weggegangen sind, oder? Und natürlich muss der genau in dem Moment weggehen. Alter. Ach, das sind die, die... Ah, ich verstehe, die nach einer Zeit weggehen. Hm, okay. Ist aber nicht schlimm. No. No, I am certain that you are the key, my son. That you can be, again with time,
The others are wrong. Half of them blindly throw themselves into conflict, and the other half hope to sleep until it's all over. But who will be left to wake them? And how will they know when the time has come? We will return home to continue our work in peace, you and I. We will find a way to exist in the world as it is now. I can only hope that you will outlive all of this. Ja. Sind wir immer noch nicht durch. Was waren die Gelben denn nochmal? Das waren die, die weggingen. Genau, ich hab's auch gewusst. Okay. Boah, Leute. Das ist jetzt euer Ernst hier mit diesen... Da muss ich rum. Sind das nicht diese Bombenteile da? Was ist mit dem? Geht der nach einer Weile weg? Anscheinend nicht. Ach, die gehen beide weg, okay. Ist irgendwas, ne? Ich wollte gerade sagen, ich weiß nur nicht mehr genau, wo das Ding war. Ach, das sind doch diese Aufladungen, oder? Nee, das ist was, was ich brauche zum Aktivieren. Oha. Brauche ich noch andere Sachen hier? Ich sehe aber nichts. Okay. Oh Gott, okay. Da hinten ist das Teil zum Aktivieren. Die Frage ist jetzt nur, muss ich hier noch irgendwas finden? Da hinten ist noch was zum Fliegen. Also es könnte sein, dass noch was obendrauf ist. Das ist, wenn ich runterfalle, aber da unten ist eh was zum Lesen. Also muss ich so oder so runter. Ah ne, ist nichts zum Lesen, das ist ein Kristall. Habe ich eigentlich gehofft, dass ich den geraden Weg nehmen könnte, aber den Kristall nehmen wir natürlich mit. So. Oh, wenn ich denn hier jemals wieder hochkomme, heißt das. So, ach, das war der auf Zeit. Okay, verstehe. Da oben ist noch ein grüner. Und ich brauche noch ein drittes, natürlich. Der grüne hilft mir zwar jetzt nicht weiter, aber ich brauche irgendwoher noch ein drittes. Hätte ich das vorher gewusst? Kann man hier rein? So, Moment. Was ist denn hier mit der Tür? Sag mir jetzt bloß, dafür brauche ich auch noch ein drittes, um da weiterzukommen. Ah, da oben ist eins. Okay. So, das heißt hier, das kann ich anmachen. Ach, das ist die Tür gewesen, wo ich reingekommen bin, oder? Ach, das war also quasi nur eine Abkürzung. Na gut. Drauf reingefallen, ja.
Na gut, also holen wir uns das Grüne noch oder kommen wir da nicht gut hin? Kommen wir da mal gucken. Hier müssen wir ja nur die Tür mit öffnen, ne? Da kommen wir jetzt nicht irgendwie irgendwo anders rein, glaube ich. Genau, dadurch öffnen wir nur die Tür. So, die große Frage ist, würden wir das schaffen, da hochzuspringen? Ich glaube nämlich eher nicht. Ja, genau, schmeiß mich jetzt auch noch hier weg. Ja, genau. Ach komm. Scheiß auf den grünen Kristall. Ich habe jetzt keine Lust auf diesen Sprung, ehrlich gesagt. Aber ihr wisst ja, wo er ist. Also falls ihr den selber holen wollt. It is calm tonight. It is calm nearly everywhere now. After everything, I'm still awed by this world we have created. But more than that, I'm awed by you, Z. As time goes on and we travel home together, you appear to be doing more than simply existing. It is almost as if you are thinking, choosing. I can't be sure, but I will observe you even closer now. I have this idea. Maybe it could be you, my little boy, the one who decides. The one who makes the decision when, if, humanity should come back to Europa. Can you? Should you? And what would you choose if you did? Ja, und was ihr gehört habt, war die Errungenschaft, dass ich jetzt alles eingesammelt habe von diesen Schriftzeichen. Wie komme ich denn hier durch? Kann ich nicht mehr? Okay. Ah. Ich versuche die ganze Zeit eigentlich zu gucken, ob ich hier irgendwas einsammeln kann, aber ich glaube nicht. Du sollst mich nie da unten schleudern, du sollst mich nach geradeaus schleudern. So, was ist das denn hier? Ach du Schande. Das sind die Leute oder was? Alter, was ist das? Komm schon. Kann ich die jetzt alle einsammeln? Oder sind das die, die ich eingesammelt habe? 12 von 40 Smaragden gesammelt. Okay. Was muss ich jetzt machen? Muss ich da nochmal drauf drücken, oder? Ich verstehe jetzt gerade den Sinn nicht so. Nee. Oder geht's da weiter?
Oder würde es nur weitergehen, wenn ich jetzt alles Smaragde gesammelt hätte? Keine Ahnung. Ah. Is that you, Lizzie? Are you really my little boy? The human side of you will grow over time. Empathy, curiosity. It might take decades, but those will grow back. But what about the others? The ones in stasis? Do they deserve a second chance? You have so much to teach them, Z. Okay. Wow, was sieht das denn aus? Mal wieder nix. Hallo, kann man die Kamera vielleicht mal so hinstellen, dass ich sehe, wo ich hingehe? Ah! Ja, lauf doch mal oder flieg doch mal. Alter. Habe ich die jetzt alle umgebracht oder was? Darf ich nicht? Es wäre einfacher, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Certain. The human side of you will grow over time. Empathy, curiosity. It might take decades, but those will grow back.
Maybe those will return for me as well. We can grow together. The last of the human settlers will be gone soon enough. But what about the others? The ones in stasis? Do they deserve a second chance? Do we, as a collective? You have so much to teach them, Z. If you found these journals, if you've remembered who you are, who I am, then maybe you can guide the next generation down a better path. But will they listen? I don't know. That's the brutal truth of it. Despite everything I've been through, I still don't know if there's any hope for us. If anyone can decide about tomorrow, it's you. Whatever you turn out to be, whoever you choose to become, however the human and inhuman meld inside your consciousness, it's your world now, Z. It's your future. Ja, das war Europa. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gerade gar nicht so, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich fand das Ende ein bisschen, ja, komisch. Auf jeden Fall natürlich extrem traurig, weil er jetzt dazu verdammt ist, in Einsamkeit zu leben, so wie ich das verstanden habe. Er hat scheinbar jetzt die ganzen Generationen von Menschen hat er auf einen Schlag ausgelöscht. Also das ist jetzt alles explodiert und die sind jetzt gestorben, so wie ich das mitbekommen habe oder verstanden habe. Sein Vater hat er, nehme ich jetzt mal an, auch umgebracht damit. Ich denke mal, dass der sich ja auch in diesen Kyroschlaf dann versetzt hat. Also vermute ich mal, weil wenn er den Sohn auch darin versetzen kann, wird er das bei sich selber wohl auch gemacht haben. Ja, und der arme Junge ist jetzt der Letzte, der jetzt noch übrig geblieben ist und muss jetzt ganz alleine, ohne Freunde, ohne alles leben. Das ist schon sehr, sehr traurig, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das ein schöneres Ende sein wird. Aber ja, es ist so vorgegeben. Das war Europa. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat auch unheimlich toll angefangen als so ein kleines Cozy-Game, sage ich jetzt mal. Ich gebe zu, diese Bombentypen haben mich extremst genervt und irgendwann wollte ich auch nur noch, dass das Ende wirklich kommt, weil irgendwie immer mehr von diesen Viechern da kamen und eigentlich die Story ja zu Ende erzählt war, hatte ich zumindest gedacht, aber da kam doch nochmal ein sehr explosives Ende zum Schluss, wortwörtlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt von der Story her und ob ihr auch denkt, dass ja, er jetzt quasi seine ganze Familie, also die ganze Menschheit, die da Zuflucht finden wollte, zerstört hat. Zumindest kam es für mich jetzt so rüber, weil die ja alle explodiert sind letzten Endes. Und das, also nehme ich an, dass das die Leute waren, die halt so drumherum ja, als Menschen, sage ich mal, skizziert wurden da in diesen Behältern. So ein bisschen wie bei Angriff der Klonkrieger so. Ja. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil ich es halt doch sehr traurig finde, wie das Spiel dann zu Ende gegangen ist und dass er dann halt jetzt komplett alleine sein wird. Ich denke mal, es gibt jetzt keine Menschen mehr, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht gibt es aber auch welche, die noch woanders Zuflucht gefunden haben. Vielleicht kann er dann irgendwann mal auf einem anderen Planeten reisen und da vielleicht doch noch eine Freundin finden, das weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er halt ja, für sein restliches Leben alleine sein wird und das ist doch sehr, sehr schade. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft.
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!